Wunderbar. Herzlich willkommen zum Webinar von Digi4Family zum Thema Fake News und wie die erkennen, vor allem für Jugendliche und was Eltern tun können, um ihre Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen. Dazu bei uns heute Barbara Buchecker, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat, von saferinternet.at. Sie wird sich gleich selbst noch genauer vorstellen. Mein Name Anita Pleschko. Ich darf für Digi4Family moderieren und bin ein bisschen aufgeregt, weil es ein Versuch ist im neuen System, mit dem ich selbst noch nicht so viel Erfahrung habe. Ja, aber ich freue mich darauf und freue mich jetzt an Barbara weitergeben zu können. Bitte. Ja, vielleicht noch eine kleine Vorstellungsrunde zuerst und dann an Barbara, wenn ich dazwischen funken darf. Ja, also der Herr, der immer dazwischen funkt. Ja, ich ziehe mich dann gleich zurück. Also ich bin David, gerade im Ennstal unterwegs von Graz nach Salzburg und bin auch Teil von Werder Digital und Digi4Family, werde mich jetzt dann aber gleich in den Hintergrund schalten. Zwangsläufig, ja, weil du eh immer wieder schlechter auf heute. Genau, ja. Fake News finde ich ein ganz ein wichtiges Thema. Und dann haben wir den Martin. Die Susanne, ja, werde ich auch gleich ein bisschen noch promoten. So, bitte, Martin. Ja, also ich darf mich auch vorstellen. Martin Ehren, bin aus Klagenfurt und bin irgendwie zwischen Uni und Schule tätig. Also sowohl an der Uni in Klagenfurt, an der Germanistik, aber auch an der Hack Völkermarkt, und da haben wir auch eine Kooperationsschule, eine neue Mittelschule, und da haben wir gerade heute anlässlich des Safer Internet Days mit Hack-Schülern und NMS-Schülern so einen Workshop versucht, natürlich auf Safer Internet Material aufbauend, und da war Fake News natürlich auch ein Riesenthema. Und wie ist es gelaufen, bin ich da. Martin? Wie ist es gelaufen? Magst du was erzählen? Ich bin eigentlich zufrieden. Also es war irgendwie der Versuch oder die Idee, dass nicht wir uns vorne hinstellen und mit erhobenem Zeigefinger vor den Gefahren des Internets warnen, sondern dass halt ein bisschen erfahrenere User, aber noch immer Jugendliche, den kleineren weiterhelfen. Und das hat doch ganz gut funktioniert, glaube ich. Okay, das also war ein Projekt über alle Klassen hinweg. Es waren konkret Schüler aus der vierten Hack, die den dritten Jahrgängen der neuen Mittelschule quasi mit Einführung natürlich, aber dann workshopartig die eine oder andere Plattform vorgestellt haben, oder sie kennen die Plattformen eh, aber was sind da potenzielle Gefahren und was kann man zumindest teilweise dagegen tun? Aber das ist interessant, weil eigentlich diese Altersgruppe deiner Hack-Schüler, die nutzen ja ganz andere Plattformen als die 13-Jährigen. Ja, also eigentlich ziemlich andere, oder? Haben die Hack-Schüler und Schülerinnen sich das vorher dann angeschaut? Nein, also ich habe vorher mal in der NMS so ein bisschen mich erkundigt, was denn wirklich so die großen Themen sind, und die sind bei den kleineren noch eher WhatsApp, Instagram, Ask.fm und nicht so sehr Facebook. Genau. Aber da sind sie in der Hack noch immer sehr aktiv. Also die haben teilweise auch kleinere Geschwister, die dann den Einblick quasi erlauben. Aber nein, das hat, glaube ich, schon ganz gut funktioniert. Also da ist die Schere nicht so groß, wie ich es vielleicht selbst erwartet hätte. Mhm. Ja, weil manchmal, also kriegen wir die Rückmeldung zum Beispiel, was die Plattform Musical.ly anbelangt. Ja, wenn ich das Ältere frage, die kriegen einen Lachanfall. Aber bei den, ja, wobei dritte Klasse ist eh schon manchmal, die sind da auch nicht mehr. Hey, da ist der Matthias auf dem Weg nach Dänemark. Oder schon in Dänemark? Auf dem Weg. Hallo, Barbara. Hallo. Okay. Ja, danke, Martin. Das ist ja ein sehr schönes Erlebnis. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ganz generell ist das einer der aller sinnvollsten Wege, wie man safe Internet-Schulungen machen kann. Da haben alle was davon. Da. Und die jüngeren Jugendlichen glauben ja auch den nicht ganz so Alten eher als so uns Alten. Genau, das war die Idee, und das ist halt schön, wenn da mal eine Schulkooperation, die am Papier besteht oder die eine Notwendigkeit darstellt, dann auch mal irgendwie so genutzt wird. Mhm. Habt ihr das im Rahmen von E-Education oder so gemacht? Oder? Ja, oder schon. Hat also, das damit nichts zu tun? Naja, schon. Also wir sind auch eine E-Education-Expert-Schule, und ja, da gehört es halt irgendwie dazu, oder
daher war es unser besonderes Anliegen, da auch was zu machen. Ja. Und nicht vergessen, beim Safe Internet Aktionsmonat einen Bericht abgeben. Heuer gibt es wirklich super Preise. Haben wir vor. Noch Zeit bis ihr Anfang März. Also. Ja. Danke mal für dieses schöne Beispiel am Anfang. Mittlerweile haben sich ja auch noch einige andere gefunden. Genau, wir haben inzwischen einige Teilnehmende. Es können alle ihr Mikro und ihre Kamera aktivieren, wenn sie das möchten. Niemand ist natürlich dazu verpflichtet. Also das ist gar kein Problem. Man kann auch das Video einfach ausblenden. Im Chat unten findet man den Chat. Da können sich auch alle zu Wort melden, ihre Fragen stellen und auch eine kurze Vorstellung abgeben. Und wer mag noch in der Vorstellungsrunde sich zu Wort melden? Gibt es keine Mutigen mehr hier? Es ist okay. Das passt genauso. Auch gerne noch im Laufe der Zeit, sollte sich die Meinung ändern, ist jederzeit die Möglichkeit, doch noch einen Versuch zu starten. Genau, hier haben wir... Susanne schreibt hier noch im Chat, dass sie Mutter von zwei Kindern. Susanne, wie alt sind deine Kinder? Und Elke, auch du hast zwei Kinder. Wie alt sind deine schon? Okay. Und Susanne, du hast an der Schulung teilgenommen oder deine Kinder haben heute an einer Schulung teilgenommen? Jetzt fragen wir noch die Elke, du in der Schule. Okay, schön. Okay. Und wie ist das gegangen? Vielleicht kannst du doch noch dein Mikro andrehen. Wer hat dich geschult? Oder was war das Thema? Ja, hallo, hört ihr mich? Ja. Ich höre alle hier. Hallo. Sehr ja, hallo, Susanne. An der Schule, an der Volksschule, an einer so einem Elternabend teilgenommen von Safer Internet. Mhm. Und eigentlich war das Fazit für uns Eltern nach dieser Schulung für mich sehr, sehr komisch oder auch eigentlich falsch, weil die Eltern sind alle rausgegangen und haben gesagt, ich schalte jetzt das Internet aus. Ich nehme den Kindern das Handy weg und das Tablet und schalte das WLAN ab und ich will das alles nicht. Ich hatte halt den Eindruck, also es ging natürlich um die Gefahren des Internets und ich hatte das Gefühl, dass halt natürlich berechtigt auf die Gefahren hingewiesen wurde, aber es wurden halt viel zu wenige Lösungen angeboten. Und ich glaube, ich war die Einzige, die da rausgegangen ist und gesagt hat, ich möchte einen anderen Ansatz, ich möchte meine Kinder outsmarten und ich möchte ihr vertrauen und ich möchte... Also, dass sie zu mir kommen, wenn sie irgendwelche Probleme damit haben. Für mich ist es vielleicht nicht so schwierig, weil ich bin auch in der Online-Kommunikation beruflich. Aber ich finde halt, dass viele Themen, also die Eltern müssen in Wirklichkeit auf demselben Niveau wie die Kinder sein und halt den Kindern Dinge beibringen. Und die Kinder müssen das Vertrauen haben und wissen, okay, meine Mama kennt sich da aus und die kann mir Dinge erklären. Und deswegen bin ich jetzt auch hier. Also das ist... auch etwas, was ich selbst immer wieder erlebe, gerade in Volksschulen, wenn ich Schulungen mit den Kindern mache und ich frage die Kinder, an wen würdest du dich denn wenden, wenn dir etwas Grausliches unterkommt, die irgendetwas Angst macht, das kann zum Beispiel im Zusammenhang mit Pornos oder Kettenbriefen sein und ich lasse die Kinder dann einfach auf einen Zettel schreiben, den sie sich dann auch mitnehmen, an wen sie sich denn wenden, wenn ihnen so irgendwas passiert. Und da steht kaum je Mama oder Papa drauf. Ja? Das erschüttert mich dann immer ein bisschen. Genau, sondern stehen andere Namen. Genau. Also scheint schon auch in den Volksschulen so durchaus im Alter der Kinder in den Volksschulen oft so zu sein, dass die Kinder das den Eltern entweder nicht zutrauen oder sie Angst haben, dass sie bestraft werden. Ja, genau. Wenn also, dass die Eltern das Handy wegnehmen. Das ist auch in meinem Bekanntenkreis ganz stark die Reaktion. Es ist irgendwas, wir nehmen es weg. Wir verbieten es, wir halten es ab, wir machen Sanktionen, statt dass sie sich dann gemeinsam hinsetzen und sagen, okay, wir lösen das Problem. Genau. Mhm. Also da ist sicher noch eine falsche Reaktion, weil als Eltern vertut man sich halt dann total die Möglichkeit. Ja, und vor allem das Vertrauen verliert man dadurch. Mhm. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil, wie du auch sagst, also die Entwicklungen, die sind ja sehr rasch
Und wenn man da als Eltern nicht mit den Kindern mitgeht und irgendwie da und mitschaut oder sich auch zeigen lässt, was sie da so machen, dann kommt man da auch nicht mit. Also ich weiß nicht, ob man wirklich diese Hoffnung, mehr zu wissen als die Kinder, wirklich erfüllen kann. Aber man kann zumindest mitkriegen, was die Kinder tun und Anteil nehmen, ne? So weit und dann so weit zumindest da zu sein wie die Kinder selber. Genau, ja, ich glaube auch. Also ich habe auch mir die ganzen Programme installiert und habe sogar einige der Spiele auch gespielt und habe meinem Sohn auch schon mal im Minecraft was echt helfen können. Also wow. Ich habe ihn ausgegraben. Soweit es möglich ist, möchte ich da halt irgendwie dranbleiben und sein Vertrauen dadurch so weit und so lange als möglich erhalten. Ich glaube, die Elke hat Elke bestätigt das auch gerade ja, in ihrem Chat, dass sie da auch schon als Ansprechpartnerin zum Glück gewählt wurde dafür. Genau. Ja, und ich habe zum Beispiel auch von beiden Kindern für die Google-Accounts die Adminrechte. Ich habe selber die Accounts angelegt. Ich habe natürlich Safer Search eingestellt und ich schaue auch regelmäßig rein, obwohl sie das nicht wissen, dass ich in den Suchverlauf schaue. Das mache ich halt einfach und versuche halt auch dadurch zu verstehen, wie sie halt, was sie gerade beschäftigt und so. So. Jetzt glaube ich, Susanne, haben wir dich leider verloren. Du sagst, dass du die Suchverläufe deiner Kinder kontrollierst. Jetzt sehe ich vom Alter her, sind die noch relativ jung. Also gefühlsmäßig beginnt da aber jetzt dann das Alter, wo es vielleicht sinnvoller ist, das transparent zu machen und den Kindern vielleicht auch zu zeigen, dass du das machst. Weil wenn sie dir draufkommen, kann das einen ziemlichen Vertrauensbruch auch sein. Ich meine, das muss nicht sein, aber vielleicht... Also sie wissen beide, dass ich die Admin-Zugänge zu ihren Accounts habe. Das wissen sie beide. Und mein Sohn, der Ältere, der weiß auch, dass ich da sowas wie Safer Search eingestellt habe. Er weiß zwar nicht, wie es heißt, aber er weiß, dass da, ich nenne das immer verstörende Inhalte, Inhalte herausgefiltert werden. Und ich habe auf jeden Fall vor, ich habe vor, das transparent zu halten, da hast du recht, ja. Also kontrollieren tue ich es nicht, aber ich schaue hier und da rein, nicht regelmäßig hier und da mal, einfach nur um zu wissen, dass das... Was ist so das Interesse gerade? Ja. Weniger sozusagen als Kontrolle, sondern als Interesse. Und wenn du das auch so sozusagen sagst, dann ist das auch vermutlich weniger das Problem. Aber ich habe immer wieder die Fälle, wo dann Eltern sich an mich wenden und sagen, okay, sie haben da jetzt diesen sozusagen aufgrund des Vertrauensbruchs sind sie auf irgendein Problem draufgekommen, wie sprechen sie jetzt mit dem Kind drüber? Und das ist natürlich dann ganz problematisch, weil das Kind wird vielleicht nicht sehr positiv reagieren, wenn es mitbekommt, dass da mal das Vertrauen gebrochen ist. Ja? Also das... Entschuldigung. Ich glaube, das wirklich Wichtige für das Kind ist, dass man nicht so extrem restriktiv reagiert. Also ich höre rundherum immer nur von den anderen Eltern, dass sie das alles einschränken wollen. Ja, ich habe jetzt gerade vorgeschlagen, dass, also es gab da so eine, es gibt so irgendwie so eine Skype-Gruppe, wo man mit Klassen von anderen Ländern verbunden werden kann. So wie früher die Brieffreundschaften waren, kann man das jetzt über Skype machen. Und ich habe das in unserer Eltern-WhatsApp-Gruppe vorgeschlagen und alle waren nur dagegen, weil sie gemeint haben, nicht noch mehr am Computer. Also das ist, es macht mich einfach total traurig, dass es immer nur in die Richtung geht, die Kinder sollen weg vom Handy, die Kinder sollen weg vom Computer. Ich finde das total realitätsverweigernd, ja. Ja. Ein verantwortungsvoller Umgang, das ist halt das, was gebraucht wird. Aber es gibt halt auch wenig Anleitung dazu oder wenig, ich weiß nicht, das hat alles so ein irrsinnig schlechtes Image. Und das ist sehr unterschiedlich. Also das hängt sehr stark vom Hintergrund und auch den Ansichten der Eltern.
Eltern ab. Also da lebe ich durchaus sehr unterschiedliche Zugänge. Also da, es gibt Schulen, da sind alle so, wie du das gerade schilderst, ja. Aber an anderen, da ist es den Eltern einfach völlig wurscht, ja. Hauptsache die Kinder sind beschäftigt. Also zu sagen, es gibt eine ganze Breite auch. Ja. In dem Zusammenhang kann ich vielleicht vom Workshop heute nur anmerken, weil es auch ein bisschen um Online-Spiele gegangen ist, oder das war so ein Themenbereich, den wir abdecken wollten. Und da war halt auch eine Frage, wie ist das mit Altersbegrenzung? Und da war es spannend, oder da haben auch die Hackschülerinnen dann gemeint, das hat sie schockiert, auf die Frage hin, ja, ihr spielt wirklich Call of Duty, das ist doch ab 18 oder ab 16, wissen das eure Eltern? Und die Antwort wird, ja, die kaufen uns das. So viel zu dem Befund, dass es manchen einfach egal ist, was sie tun. Das war schon auch überraschend. Ja, also ich meine, du weißt jetzt natürlich nicht, warum die Eltern das kaufen. Ne? Die Kinder sind ja durchaus auch sehr kreativ zu erklären, warum da jetzt ein Plus 18 draufsteht. Zum Beispiel, da muss man 18 Leben durchleben oder irgend sowas. Ja? Also wir wissen jetzt den Hintergrund nicht so ganz, aber natürlich, ja, wir haben, also meine Lieblingsgeschichte ist, wo ein Volksschulkind dem Nachmittagsbetreuungslehrer erklärt hat, also er möchte jetzt so ein Autorennspiel spielen. Und da hat er gesagt, Autorennspiel, alles in Ordnung, warum nicht? Das ist aber Grand Theft Auto und dort ist nicht unbedingt nur ein Autorennspiel. Aber es ist ihm so verkauft worden und da ist in dieser Schule in der Nachmittagsbetreuung Grand Theft Auto in der Volksschule gespielt worden. Also Kinder sind schon oft auch sehr kreativ im Vermitteln von diesen Inhalten. Ja, und weitere Anregungen hast du uns ja heute mitgebracht, Barbara. Genau, also was ich noch ganz gern tun würde, ist, wir haben ja vorgestern einen Safe Internet Day gehabt, der heuer unter dem Thema Gerüchte und Informationen aus dem Netz den Schwerpunkt gehabt hat. Wir haben dazu eine Umfrage unter Jugendlichen österreichweit zwischen 14 und 17 Jahren gemacht und ich würde so gern die wichtigsten Ergebnisse vorstellen und dann einfach auch so auf das eine oder andere eingehen, wo könnte man das jetzt einfließen lassen, wo sind Möglichkeiten in den verschiedenen Altersgruppen, wenn das passt, wenn wir jetzt schon ich eher am allerspannendsten die Runden hinter uns gebracht haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt den Überblick verloren. Ich sehe die Teilnehmer nicht. Man sieht sie bei oben bei Diskussionsteilnehmer. Nein, es ist egal, aber sozusagen. Aber es sind einige da. Die Fragen, ich behalte es im Auge. Kommen spannende Fragen im Chat, werde ich sie an dich weitergeben. Super. Wenn sich jemand zu Wort meldet, dann hört man ihn oder sie ja ohnehin. Ja, also bitte Zwischenfragen einfach stellen. Und Barbara beginnt. Wenn ich jetzt kapiere, okay, genau. Ich versuche jetzt mein Bildschirm freizugeben. Genau, Bildschirmfreigabe ganz unten Mitte. Wunderbar, genau, gratuliere. Perfekt. So. Die habe ich heute verwendet. Sehr gut. Machen wir PowerPoint-Karaoke, Martin? Sieht man das jetzt einigermaßen? Perfekt, wunderbar. Also das ist sozusagen eigentlich die Kurzfassung unserer Studie mit den auch wichtigsten Ergebnissen. Ich würde mich auch jetzt auf die beschränken. Also wir haben gefragt, eben Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, wo sucht ihr Informationen zu tagesaktuellen Themen? Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir gefragt, wie glaubwürdig findet ihr diese Quellen, die ihr nutzt? Und dann haben wir in einem zweiten Teil noch gefragt, wie schaut es also mit dem Umgang mit Nachrichten aus, die sie selbst für
vielleicht auch zweifelhaft einschätzen. Und wie überprüfen Sie diese Nachrichten? Und das sind sozusagen die im Groben und Ganzen jetzt die Ergebnisse, die ihr auch hier seht. Die Frage, welche Informationen woher beziehen Jugendliche ihre Informationen zu den tagesaktuellen Themen? Das seht ihr ganz links hier an erster Stelle soziale Netzwerke und Fernsehen, also sozusagen die wichtigsten Kanäle für Jugendliche, dann gefolgt vom Radio und gleich dahinter YouTube, den Tageszeitungen, Magazinen, den Webseiten von klassischen Medien, aber auch den Gratiszeitungen und dann ungefähr abgeschlagen Wikipedia, was ja vermutlich jetzt nicht so das wichtigste Quelle für tagesaktuelle Themen ist. Wir haben, also uns hat soziale Netzwerke nicht so sehr überrascht. Fernsehen und Radio, das haben wir schon aus anderen Studien gesehen, dass das nach wie vor sehr hoch im Kurs ist. Also sozusagen die Erwartung, die wir hatten, dass Jugendliche sich in den sozialen Netzwerken in erster Linie auch informieren, hat diese Studie durchaus auch bestätigt. Wenn wir uns jetzt noch die Geschlechterunterschiede anschauen, da haben wir auch bei den Mädchen sehr hoch die sozialen Netzwerke und bei den Burschen ist es der Fernseher, der hier für die Informationen wichtiger ist. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass wir nicht sagen können, ob Fernsehen wirklich das klassische Kastel ist oder ob das auch Online-Fernsehen ist. Also das sozusagen, es war ein Online-Fragebogen und also das können wir nicht mit letzter Gewissheit auch sagen. Also in einem zweiten Schritt haben wir gefragt, wie glaubwürdig findet ihr denn diese Quellen? Und jetzt dreht sich das Bild ein bisschen um, wenn vorher die sozialen Netzwerke so die eine der beiden wichtigsten Quellen war, ist es aber jetzt eine Quelle, die als wenig glaubwürdig eingeschätzt wird. Insgesamt sind die sozusagen meisten Quellen haben so eine mittelmäßige Glaubwürdigkeit, aber das Fernsehen und Radio ist trotzdem noch hier sozusagen wird noch am meisten vertraut. Das heißt, wir können also feststellen, unsere Jugendlichen sind in eigentlich einem Informationsdilemma. Denn die Quellen, die sie nutzen, finden sie nicht glaubwürdig. Eigentlich ablede Geschichte, wie man jetzt sozusagen auf Wienerisch sagen würde. Schön ausgedruckt könnte man also sagen, ein Informationsdilemma. Der nächste Punkt ist auch, dass 86% der befragten Jugendlichen sagen, dass sie sich eigentlich nicht sicher sind, ob die Informationen im Internet richtig oder falsch sind. Das heißt, sie sind eigentlich im Großen und Ganzen recht skeptisch diesen Quellen gegenüber. Sie haben im Gefühl, dass das sozusagen durchaus zweifelhafte Informationen sein können. Aber trotzdem sind das die Quellen, die sie nutzen. Und jetzt müsste man also sagen, okay, in einem nächsten Schritt müsste man also jetzt hergehen und sagen, ja, hoffentlich haben wir jetzt Jugendliche, die das wirklich ganz wunderbar überprüfen können und das auch tun und auch genau wissen, wie sie es tun. Auch das haben wir jetzt gefragt, also wie tut sie das dann? Und das sagen also auch 62%, ich recherchiere selbst, 45% sagen, ich schaue mir an, wer es veröffentlicht hat, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, sagen 30%, ich schaue mir an, wer es geschickt hat. Wir haben in dieser Untersuchung aber auch einen qualitativen Teil dazu getan. Das heißt, wir haben in Interviews wirklich Jugendliche auch befragt, um nämlich einfach den Eindruck, der aus unseren sich aus unseren Workshops auch ergibt, dass das nämlich durchaus in der Praxis nicht ganz so ausschaut. Ja? Das sieht schon sozusagen sagen, ja, wir können das und ist alles überhaupt kein Problem. Also aber wenn sie dann das gut wäre zu tun. Genau, also sie
Sie wissen es ja, Sie sagen auch, ich recherchiere selbst 62%. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Zahl. Aber wenn man sich dann anschaut, wie schaut dieses Recherchieren aus, dann sind das sehr oberflächliche Recherchen. Dann geht man in Google hinein und gibt ein und glaubt dann mal gleich, was da sozusagen auf der ersten Seite steht. Es werden Artikel eigentlich nicht wirklich gelesen, sondern es wird die Überschrift angeschaut und es wird eigentlich auch kaum verglichen. Ich kann das aus meinen Schulungen auch bestätigen. Ich mache auch immer wieder Schulungen so 9. Schulstufe, also ein bisschen jünger als Martins Schüler, die heute geschult haben, die so in Richtung der vorwissenschaftlichen Arbeit gehen und mache mit ihnen einfach so eine Übung, wie viele Einwohner hat Griechenland? Finde eine vertrauenswürdige Quelle dafür, finde eine Primärquelle dafür. Wenn ich also ganz nett bin, sage ich auch noch das dazu. Und das ist eine Katastrophe. Also hier ist meine Erfahrung, das können 2 aus 100, ja, mit 15 Jahren. Das ist eigentlich ganz dramatisch. Ja. Also mein Gefühl ist, das wird nie geübt in der Schule bis dahin. Wenn ein Referat gemacht wird, dann wird die äußere Form der PowerPoint bewertet, aber nicht die genutzte Quelle. Ganz häufig geben Lehrende einfach Quellen vor. Wenn sie sagen, das ist eine gute Quelle, schau dort nach. Aber es wird nicht reflektiert, was ist eigentlich eine gute Quelle? Wie beurteile ich so etwas? Und ja, und das ist also auch so ein bisschen der Hintergrund für alle diese Aktivitäten, die wir jetzt im Zuge dieses SEFI Internet Days heuer gestartet haben. Da ist noch ganz kurz die Stichprobe. Also was braucht es eigentlich? Es braucht die Informationskompetenz. Bei unseren Jugendlichen müssen wir also stärken, unterstützen, überhaupt vielleicht entwickeln. Und wenn man das sich so jetzt anschaut, besteht die so aus diesen 3 Teilen. Einerseits mal überhaupt in der Lage sein, Informationen online zu finden, diese Informationen aber auch beurteilen zu können und dann diese Informationen nutzen, verarbeiten, ist jetzt sozusagen im Referat eine Sache, ob ich jetzt in einem sozialen Netzwerk Infos einfach weiter teile oder nicht, das ist sozusagen auch ein anderes Thema. Vielleicht noch ein Überblick, was kann da jetzt also alles dazugehören? Die schon Informationsbedarf benennen zu können. Wenn ich Jugendliche, die jetzt ihre vorwissenschaftliche Arbeit schreiben oder die Arbeit, je nach dem Schultyp, bitte such mal in Twitter, was du zu diesem Thema findest. Dann geben sie den Titel in Twitter ein und sagen dann, ich finde nichts. Beenden es damit. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, zuerst einmal aus ihrem Thema Begriffe zu formulieren, Fachgebiete herauszudestillieren, sich zu überlegen, auch die adäquaten Fundorte, also sich auch zu überlegen, welche Themenbereiche könnte ich wo finden. Also Twitter als ein ausgezeichnetes Recherchepool für vorwissenschaftliche Arbeiten, da schauen Sie mich manchmal ein bisschen an, wie, ja, wie wenn ich vom Mond komme. Also so absurd scheint das, ja. Also sozusagen hier den Überblick über diese verschiedenen Möglichkeiten im Internet zu haben, das ist also auch kaum vorhanden. Suchmaschinen zu kennen, Suchbegriffe formulieren, würde jetzt da noch dazugehören. Irgendjemand möchte jetzt ja da was sagen? Genau. Die Susanne hat auch dazu geschrieben, wie du vorher schon gesagt hast, das lernen sie nicht in der Schule. Das hat sie auch aus ihrer Erfahrung bestätigt. In der Schule lernen sie eben, meinen sie, eher nur, wie man Word benutzt. Mich macht das einfach unzufrieden, was sie da in der Schule lernen. Nämlich genau solche Dinge hätte ich mir erwartet. Also Medienkompetenz, ja. Und de facto lernen sie, wie man halt irgendwas bold macht und wie man was kursiv macht. Also mich macht das unzufrieden und ich bin da enttäuscht darüber, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, wir haben da einfach noch eine Entwicklung vor uns. Ja? Also je mehr Leute darauf aufmerksam machen, dass das an verschiedensten Orten einfach einen Platz finden muss und auch Möglichkeiten hier aufzeigen, desto besser und desto besser wird es auch werden. Heute geht es ja ein bisschen darum, auch was kann ich das Eltern dazu machen? Ja? Weil es ist natürlich einfach zu sagen, das müssen sie in der Schule lernen. Aber auch wir haben als Eltern da durchaus auch Möglichkeiten. Und da würde ich jetzt sagen, dieser zweite und vor allem auch dieser dritte Bereich sind jetzt Sachen, die da durchaus auch in den privaten, also in den familiären Teil sozusagen hineinfallen. Ja? Also wir alle kennen... Man begleitet die Kinder ja beim Referat vorbereiten, auch als Elternteil und könnte hier zum Beispiel auch... Ja, wobei, so als natürlich, ein Beispiel im Alltag. Genau, also da einfach, wenn hier sind ja noch einige Eltern von Volksschulkindern, also hier einfach mit den Kindern, die mal von ihren Schulkollegen alle lernen, Wikipedia ist ursuper, da machen wir Copy-Paste und das Referat ist geschrieben. Da macht man sich als Eltern halt sehr unbeliebt, wenn man dann mit der blinden Kuh oder mit Fragfinder herkommt. Das schaut dann irgendwie nicht ganz so super aus und das ist nicht so cool, wie das die anderen machen. Also ich kenne da immer wieder die Geschichte von Eltern, die da sagen, naja, also da waren sie dann, erreicht man nicht die irrsinnige Begeisterung im Referat. Aber es gibt ja auch andere Themen. Ja? Nehmen wir den Bereich der Werbung. Ja? Da haben wir auch das ganze Feld, weiß nicht, die Apps, die man am Handy installiert, die Kinder halt irgendwo aufgabeln, weil sie ursuper sind. Also einfach auch das miteinander zu besprechen. Wie kann ich denn verstehen, welche App gut ist, welche nicht so gut ist? Wie lese ich Beurteilungen im App Store? Wie kann ich in Google nach Beurteilungen von Apps suchen? Welche Alternativen gibt es? Also sozusagen, wir haben auch im nicht-schulischen Bereich viele Dinge, wo wir eigentlich so eine Informationskompetenz brauchen. Und ich finde, Werbung ist ein so für den privaten Bereich ausgezeichnetes Thema. Ja, also es kann natürlich auch bei den kleineren Kindern die ganz klassische Fernsehwerbung sein, sich die miteinander anzuschauen und dann einfach auch zu überlegen, ja, wie wirkt denn die auf uns? Warum schaue ich mir die so gerne an als Kind? Mhm. Oder auch mal Ich Erwachsene schauen ja auch sehr gern Werbung, das ist ja nicht nur auf Kinder beschränkt. Was macht denn die? Was löst die aus? Warum gefällt uns die oder warum ist das so eine schöne Welt, die sie uns hier darstellt? Ja? Also das sind durchaus auch Dinge, die man machen kann, ohne dass wir jetzt sofort ans Referat denken müssen, wo es natürlich am naheliegendsten ist. Und wenn wir jetzt einfach um dieses Thema, wo auch unsere Studie rumging, also Informationen aus sozialen Netzwerken hernehmen, was tue ich denn dann mit denen? Wenn mich das uraufregt, weil da Inhalte drin sind, die ganz fürchterlich sind. Der Hund, der aus dem Fenster geschmissen wurde, ja, der heute oder gestern die Runde gemacht hat in manchen sozialen Netzwerken. Das regt mich fürchterlich auf, weil ich nämlich Hunde ganz irrsinnig liebe und ganz schrecklich. Muss ich das dann teilen? Den Kettenbrief, den ich um 11 in der Nacht kriege, wo drin steht, deine Mutter stirbt und das in 5 Jahren, wenn du das nicht weiterschickst und wenn du nicht glaubst, dann schau in YouTube und in Google nach, weil dort findest du den Nachweis dafür. Also das sind sozusagen durchaus auch Dinge, die jetzt nichts mit dem klassischen Referat zu tun haben, die wir als Eltern tun können, gerade mit den Volksschulkindern und den vielleicht noch jüngeren Kindern, die Werbung bei den Volksschulkindern vor allen Dingen, wenn sie dann anfangen, Handys zu haben, was ja immer früher der Fall ist, auch einfach zu schauen, was bekommen sie da für Nachrichten, Kettenbriefe zu analysieren und ähnliches. Ja, und dann auch einfach überlegen, was tue ich damit? Ja, muss ich jetzt diesen Kettenbrief weiterschicken oder habe ich da auch andere Möglichkeiten? Also das würde ich jetzt sozusagen mal für diesen Bereich der Eltern als einen wichtigen Teil sehen. Wir haben jetzt auch gefragt, wo hast du denn gelernt, Informationen, die Richtigkeit zu überprüfen? Und da sehen wir in
In dieser sozusagen Folie aus der Studie jetzt direkt, dass das durchaus in der Schule passiert, vor allen Dingen in den höheren Schulen gibt es doch mehr als die Hälfte an. Bei den Eltern ist das nicht ganz so häufig. Also das heißt, wir können jetzt sagen, dass dieses Thema irgendwie noch nicht so wirklich ganz angekommen ist. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich, also dass diese 58% bei den Jugendlichen mit einem höheren Bildungshintergrund, höheren formalen Bildungshintergrund, dass das wahrscheinlich auch durchaus zutrifft. Also ich bin mir sicher, auch die Schüler und Schülerinnen, mit denen ich so zu tun habe, die nicht in der Lage sind, die Quelle, die vertrauenswürdige Quelle für diese Frage, wie viele Einwohner hat Griechenland, zu finden, dass die durchaus schon in der Schule davor das zum Thema gemacht haben, dass das schon durchaus irgendwann einmal untergekommen ist. Aber was ist einfach noch nicht passiert ist, ist, dass es da regelmäßig Diskussionen darüber gegeben hat oder auch gibt, ja, sondern das ist vielleicht einmal irgendwo vorgekommen und das war's dann. Das ist aber zu wenig, ja, weil ja, Mensch ist halt ein faules Tier und wenn man das nicht regelmäßig übt, dann vergisst man das auch. Ich meine, das geht allen so. Ja? Das ist halt, da kann man auch Erwachsenen entspannen, weil diese Sachen zu beurteilen, sich da selber schlau zu machen, das ist auch nicht ganz einfach. Ja? Also wir bei uns im Büro, wir sitzen manchmal und diskutieren miteinander, ist diese Seite jetzt ein Fake-Shop oder nicht? Ja? Da sitzen wir zwei, drei Leute und diskutieren miteinander und genau das braucht auch. Es braucht dieses Miteinander diskutieren, das Miteinander reflektieren, das drüber reden und sich dafür ein bisschen Zeit zu nehmen. Inwieweit glaubt ihr, dass es auch damit zu tun hat, dass vielleicht Jugendliche das, was sie von den Eltern lernen, jetzt nicht unbedingt so bezeichnen würden? Also das auch die Formulierung, ja, wo lernt man so etwas lernen, tut man in der Schule? Kann natürlich auch mit eine Rolle spielen, ja. Aber auch so in den Gesprächen habe ich nicht den Eindruck, dass das zu Hause irrsinnig viel passiert. Okay. Ja. Wenn wir fragen, wer soll es einem dem beibringen, da haben wir ein ähnliches Bild, also sind wir auch noch mehr, also auch das Bedürfnis nach der Schule, aber auch die Eltern werden da durchaus in die Pflicht genommen. So, was kann ich jetzt tun? Ja, also zu sagen, was für Tipps gibt es denn? Also ich stoße da jetzt auf irgend so eine Nachricht. Ja, nehmen wir diesen Hund da heute, der aus dem Fenster gestürzt wurde. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Ja? Und da ist einmal immer das allererste und das ist ja Gott sei Dank etwas, was Jugendliche wirklich ursuper können. Alle, die Jugendliche zu Hause haben, wissen das natürlich auch aus der eigenen Erfahrung. Skeptisch sein ist man mal sowieso. Ja. Und jetzt braucht man nicht nur skeptisch den Eltern gegenüber, weil das können sie natürlich besonders gut, sondern auch durchaus skeptisch den Inhalten gegenüber zu sein. Also wenn da dieses Bild von dem Hund, der da angeblich runtergefallen ist, mit einem urmega roten Kreis eingekringelt wird auf diesem Schaßbild, das total verschwommen ist, aber hauptsache dieser rote Kreis mit einem dicken, fetten, roten Pfeil, dann daneben steht auch noch, oh mein Gott, und ganz arg und fürchterlich, dann ist es gut, skeptisch zu sein. Ich muss mir anschauen, wer hat denn das wirklich zuerst gepostet, wo stammt es denn her, diese Nachricht? Was ist jetzt sozusagen dieser Autor oder diese Organisation oder das Medium? Wie schätze ich die ein? Und jetzt für so eine Überprüfung des Falles wie dem Hund, da wird es jetzt schon reichen, einfach auch zu schauen, ist das ein seriöses Medium, das da dahinter steht? Ist das ein Medium, das meistens eher viel Zeit in die Recherche bringt oder ist das einfach kein solches Medium? Ganz etwas, und das war auch in dieser Untersuchung ein sehr wichtiger Bereich, sind die Bilder. Wir haben gesehen, dass die Jugendlichen eigentlich ganz gut in der Lage sind, zu erkennen, ob Bilder bearbeitet sind oder nicht. Sie haben da eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich mache immer wieder so einen Test,
es gibt einen Hoax-Quiz mit Bildern, den gibt es schon recht lange im Internet und diesen nutze ich ganz viel auf Schulungen, sowohl als Schulungen mit Kindern und Jugendlichen, so eigentlich ab 10 Jahren nutze ich den und auch in den Trainings mit den Erwachsenen. Und die Kinder und Jugendlichen schneiden 10% im Durchschnitt besser ab als die Erwachsenen. Ja, so jetzt über den Daumen gepeilt. Also die Erwachsenen haben immer rund um die 60% richtig, die Kinder und Jugendlichen rund um die 70 und 80%. Ja, also so. Und auf die Frage, ja, warum finden denn die Kinder und Jugendlichen selber, dass sie da eigentlich besser abschneiden, macht sie natürlich auch stolz, wenn ich ihnen das erzähle, sagen sie ja, weil sie halt sehr viel mehr mit Bildern zu tun haben. Und das wissen wir ja auch, also sozusagen, dass Kinder und Jugendliche ganz viel mit Bildern konfrontiert werden, mit Bildern kommunizieren, selbst welche machen, selbst auch in Bildern denken und durchaus auch viele Dinge so ausdrücken. Also das heißt, ob ein Bild bearbeitet ist oder nicht, ist eigentlich ganz gut für sie zu erkennen. Wo es aber ganz, ganz große Schwierigkeiten gibt, ist, Bilder zu überprüfen. Also stammt dieses Bild wirklich von diesem Vorfall? Ja? Oder hat das überhaupt nichts damit zu tun? Ganz häufig ist das bei irgendwelchen, was weiß ich, Amokläufen oder so Attentaten, wo irgendwelche Bilder dann die Runden machen, die aber gar nichts damit zu tun haben. Und da tun sich die Kinder und Jugendlichen ganz, ganz schwer, auch die Älteren wirklich die ursprünglichen Quellen herauszufinden. Ja, ein nächster Schritt ist, ich habe das schon vorher angesprochen. Kannst du da einen kleinen Tipp dazu geben? Genau, das würde ich jetzt nachher noch, wenn wir noch Zeit haben, noch genauer anschauen, weil da gibt es eigentlich ganz eine einfache Sache. Aber ich mache das jetzt hier noch schnell fertig und gehe dann dort. Weil das wäre sicher hilfreich. Genau, das sicher. Das ist auch das Lustigste. So wie auch Susanne sagt, das ist ja eben auch für uns Erwachsene schwer. Absolut. Also das ist für alle schwer. Ja, und das wirklich das Einzige, was man tun kann, ist drüber reden, das miteinander machen und auch sich keine Blöße geben, dass man das als Erwachsener genauso Schwierigkeiten hat. Wenn die Kinder schneller dahinter kommen, umso besser. Ja, das ist ja schön, wenn sie uns da besiegen, weil nur gut so. Ja, dann haben sie einfach auch mehr Selbstvertrauen in diesem Bereich. Wo man wirklich die Jugendlichen einfach unterstützen muss, ist, dass sie nicht jeden Schatz teilen. Ja? Aber das ist nicht auf Jugendliche beschränkt. Ja? Das sind auch ganz viele von uns Erwachsenen, die wir uns da an der Nase nehmen müssen. Also wenn ich mir so anschaue, was den ganzen lieben Tag manchmal in den sozialen Netzwerken daherkommt, puh. Also da haben nicht viele Quellen gesucht, Bilder überprüft, sich überlegt, was löst das bei mir aus, muss ich das wirklich teilen, sondern da wird eine Zehntelsekunde drauf geschaut und es wird lustig weitergeschickt. Ein Punkt noch, weil der von Jugendlichen immer wieder auch wie gefragt werden und auch angesprochen wird, ist so die Frage, Falschmeldungen zu benennen. Was soll ich denn tun, wenn ich jetzt so auf irgendwas stoße? Ich bin irgendwie in einer Facebook-Gruppe und was soll ich da jetzt tun? Soll ich das benennen? Soll ich das tun? Ja, ja. Melden, benennen, aufmerksam machen. Die Gerüchte und die Hasspostings und die Falschmeldungen und alles das in die Welt setzen, die wird man nicht bekehren können. Aber die es mitlesen. Und das ist in den sozialen Netzwerken ja natürlich auch nicht wenige. David fragt dazu, was meinst du mit melden? Wo melden? In den sozialen Netzwerken selber. Also wenn jemand etwa eine Falschmeldung postet, dann darunter als Kommentar zu schreiben, das ist eine Falschmeldung. Ja, ob ich als Kommentar mache oder ob ich sozusagen einfach direkt im sozialen Netzwerk sage, dieses Posting enthält eine Falschmeldung oder es gehört nicht hierher. Das ist je nach dem sozialen Netzwerk ja ein bisschen unterschiedlich, ja, was ich da melden kann. Jetzt hier noch ganz kurz so ein paar Tipps so für Eltern. Also sozusagen dieses wirklich immer wieder gemeinsam Sachen zu hinterfragen, auch eben am
Beispiel, je jünger die Kinder sind, desto besser kann man das anhand von Werbung machen. Also ein Beispiel, das hat mir mal eine Mutter erzählt, das war sehr lustig, die haben so Produktbewertungen gemacht gemeinsam, also was ist Orangensaft von verschiedenen Firmen eingekauft, und da war eben auch eine dabei, die immer in der Werbung vorgekommen ist, und dann haben sie eben verschiedene Orangensaft in Blindverkostung gemacht und haben miteinander getestet, welche jetzt wirklich der beste Orangensaft ist. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, kannst du kurz dein Headset aus und wieder einstecken, wir haben gerade ein bisschen ein Tonproblem bekommen. Entschuldigung, ich wollte dich... Aber ob es selbst wieder geht? Ja, danke. Dankeschön. Ist es wieder besser? Ja, ja, klingt okay. Wesentlich angenehmer. Dankeschön, Barbara. Gut, ja, also sozusagen dieses gemeinsam immer wieder Quellen zu hinterfragen, auch zu schauen, wer kann da dahinter stehen. Aber man muss auch das Suchen üben. Also Suchbegriffe, die richtigen zu finden, auch jeder von uns, der viel sucht, viel online sucht, weiß, dass es Tage gibt, wo man überhaupt nichts findet. Und dann gibt es Tage, da findet man wirklich ganz viel. Warum das so ist, das ist ein Mysterium. Aber man muss das üben und man muss mit den Kindern auch wirklich üben, welche Suchbegriffe man verwendet und mit was man ans Ziel kommt und was nicht. Ja, ganz wichtig ist Internetbetrug in allen Varianten, ja, sei es von den Abzockerseiten, von den Kettenbriefen, die irgendwelche Viren verbreiten, etc. Das auch immer wieder anzusprechen. Das ist ja, das scheint jetzt so ein Thema am Rande zu sein, aber wir haben ja dieses Kettenbrieftelefon bei uns bei Safe Internet, und da kommen ganz viele solche daher, ja, wo man jetzt sich nicht sicher sein kann, ob das nicht auch Schadsoftware verbreitet. Und das ist also sozusagen etwas, was die Kinder ganz massiv betrifft. Ja, und dann das Bewerten von Infos üben, das habe ich jetzt schon gesagt, aber jetzt mit Hinblick auf die Zeit. Jetzt zeige ich euch noch ein nettes Ding, und zwar das ist etwas, das wir im Zuge dieses Safe Internet Days sozusagen als ein Spiel entwickelt haben. Auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, mit jetzt ein bisschen den Älteren vielleicht zu machen, die noch in Facebook sind, weil es eignet sich besonders gut für Facebook. Das ist ein Fake News Bingo, wird also wie Bingo gespielt. Jeder nimmt sich eine andere Facebook-Gruppe, am besten die wirklich Urorgen, und geht die Postings durch. Und wann immer er einen sozusagen Ding hier auf diesem Bingo gefunden hat, wird der durchgestrichen, und der, der alle zuerst hat, hat gewonnen, hat das Bingo gewonnen. Irgendjemand fragt, wo man meldet, was ist effektiv? Das war vorher, das ist schon länger. Genau, also in den, ja, ich sehe das nicht gescheit. Ja, das haben wir vergessen. Dann ignoriere ich, was da unten steht, weil ich da nur komische. Ja, was wir da als Frage noch haben, ist von der Susanne nach dem Sinn von Kettenbriefen. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas zu Kettenbriefen. Habe ich glaube nicht. Liebe Susanne, komm nächsten Mittwoch um 15 Uhr auf unsere Facebook-Seite. Wir machen da eine Kettenbrieflesung. Den Sinn von Kettenbriefen werde ich, glaube ich, nicht wirklich je erklären können oder verstehen. Aber es ist sicherlich... also bis zu einem gewissen Grad ist es einfach unterhaltungswert. Ich bekomme etwas. Auch ich bin wichtig. vor allen Dingen bei den Jüngeren. Es ist die sie erstellen, mit sehr viel Kreativität verbunden. Auch das können wir in unserer Kettenbrieflesung zeigen. Da ist unglaublich viel an Wissen, muss man sagen. Ja, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein Wissen ist, das so immer ganz positiv ist, aber wie ich etwas formuliere, damit eine andere Person Angst kriegt, damit sie es auch weiterschickt, das ist schon auch eine Kunst, ja? Nicht eine, die ich jetzt so irrsinnig schätze, wenn ich mir diese ganzen Kettenbriefe anschaue, aber ist es durchaus auch. Ja? Und es ist auch
ein großes Grad an Unwissenheit, vor allen Dingen jetzt so bei den Volksschulkindern. Das, was mir da geschickt wird, stimmt das auch? Das war so besonders merkbar vor Halloween letzten Jahres, wo die Killer-Clowns bewarnt wurden. Also wir haben ganz viele Nachrichten gekriegt, geh nicht um 18 Uhr dort und dahin, weil da sind die Killer-Clowns. Und die Kinder haben irrsinnige Ängste gehabt. Ja, und sie haben das natürlich aufgrund der Angst vor den Killer-Clowns weitergeschickt am laufenden Band. Also war eine Schule, da ist der Direktor den ganzen Vormittag von Klasse zu Klasse gegangen und hat da alle Kinder über diese Killer-Clowns aufgeklärt, ja? Wie er das spitz gekriegt hat. Also ja, es ist Umgang mit den eigenen Ängsten und viele dieser Kettenbriefe machen Angst. Manche lösen sozialen Druck aus, ja? Also wenn diese Herzerln und nur wenn du kriegst dann nur Herzerln, wenn du auch wirklich beliebt bist und so. Also Näheres nächste Woche, Mittwoch 15 Uhr auf Facebook oder auch dann zum Nachschauen. Ja, die Kettenbriefe, also genauso, also das ist das Erste, das auch bei meinen Kindern daherkam und vor allem eben ganz stark mit dieser Angst und dann ist es halt schon teilweise ein bisschen schwierig, den Kindern zu erklären, was da dahinter steckt, weil es wirkt ja sehr sinnlos. Also es ist ja nicht so, bei einer Werbung kann man ganz klar erklären, okay, die wollen Geld verdienen, die wollen ein Produkt verkaufen. Naja, Kettenbriefe wollen Angst machen, so erkläre ich das ja. Also so ja. Vor allem die Angst machen, die wollen Angst machen, die wollen, dass du das weiterschickst, damit du heute Nacht gut schlafst. Ja? Wenn ich bin das Monster und ich erscheine um Mitternacht. Jetzt im Hinblick auf die Zeit gehe ich jetzt ganz schnell durch. Zu der Bildersuche. Genau. Mhm. Nehmen wir dieses Bild her. Dieses Bild haben wahrscheinlich die meisten von euch letztes Jahr zumindest in sozialen Netzwerken gesehen. Was assoziiert ihr denn mit diesem Bild? Wo zählt es dazu? Was ist da der Hintergrund? Was fällt euch dazu ein? Amoklauf, Einkaufszentrum. Weißt du noch wo? Oh Gott, in München war das, oder? Genau, also das ist auch da, wo dieses Bild bei uns im deutschsprachigen Raum ganz häufig dahergekommen ist. Ich muss das jetzt da überspringen, weil das ist schon im Hinblick auf die Zeit, gehe ich jetzt nur zu dem, genau, es ist mit dem Amoklauf in München dahergekommen. Wenn man das aber in die umgekehrte Bildersuchmaschine eingibt und ich zeige euch das jetzt sozusagen im Screenshot. Was würde ich also jetzt machen? Das kommt in einem sozialen Netzwerk daher. Ich mache einen Screenshot und dann gehe ich auf Google, suche mir dort irgendein Bild bis da oben und da seht ihr jetzt rechts in dieser Suchzeile ein Bild, dieses Kamerasymbol auftaucht. Wenn dieses Kamerasymbol auftaucht, dann bin ich in der umgekehrten Bildersuchmaschine von Google. Dort kann ich dieses Bild jetzt einfach hineinschmeißen oder hineinladen und dann sehe ich jetzt schon, was mir hier Google also ausspuckt. Es vermutet, in diesem Fall war das also sehr einfach, es vermutet Mall of Africa Shooting, also nicht München, aber ihr seht dann weiter unten in den aktuellen Nachrichten, dass das also mit München von etwas eigenartigen Seiten, also sozusagen in Verbindung gebracht wird. Google aber selber vermutet sofort, dass das eigentlich von woanders stammt. Und wenn man dem dann nachgegangen ist, sieht man also, dass das auch von einem Amoklauf war, aber es war fast ein halbes Jahr früher, nämlich aus Südafrika ein Amoklauf. Auch nicht jetzt wirklich lustiger, aber definitiv hat es nichts mit dem zu tun gehabt, wo es also wir es dann gesehen haben. Am rechten Beispiel sieht man auch, dass man jetzt auch die klassischen Medien hier nicht immer unbedingt hier auch trauen kann. Also Sat.1 Bayern hat dieses Bild auch im Zusammenhang mit München
gepostet, obwohl das nicht gestimmt hat. Ja. Dass es halt viel im Zusammenhang mit Angstmachen verwendet wurde. Ja, deshalb erinnern wir uns auch dran, nicht? Also das ist auch der Grund, warum das bei uns hängen geblieben ist. Das hat natürlich viele Ängste auch bei uns allen ausgelöst. Aber ich meine, es ist so etwas, kann man schlicht und einfach auch wirklich machen. Man kann das auch mit den eigenen Kindern machen, vor allen Dingen, wenn die irgendwie verstört sind. Es wird mir jetzt nicht mit den Volksschulkindern unbedingt nach diesem Bild suchen, aber wenn sie dann älter sind oder so wie die Schüler von Martin heute in der NMS, die dieses Bild unter Umständen schon gesehen haben, auch mit solchen Bildern Erfahrungen haben, dann ist das schon sinnvoll, mal einfach diese umgekehrte Google-Bildersuche auszuprobieren. Und dieses Bild eignet sich einfach deshalb, weil man wirklich mit einem Klick ja, sofort Ergebnisse hat. In anderen Fällen, das war das Beispiel, das ich jetzt vorher kurz überflogen habe, ist es schwieriger. Also da muss man dann auch durchaus mehr Zeit investieren. Ja, jetzt sagen manche Leute, vor allen Dingen so aus der Jugendarbeit kommt da dann der Vorwurf, ich sage, naja, aber die Zeit habe ich gar nicht und ich habe auch gar nicht die Ressourcen dafür. Wenn man die nicht hat und auch nicht die Ressourcen dafür hat. Was man auf jeden Fall aber schon kann, ist einfach besprechen, was löst denn dieses Bild bei mir aus? Was wollen denn die, dass dieses Bild bei mir auslöst? Ja, also vor allem mit diesem Linken, mit diesem Text. Was soll denn hier bei mir suggeriert werden? Und das kann man durchaus schon besprechen. Und das ist ja auch ein Teil dieser Informationskompetenz, dass ich mir bewusst werde, was hier mit mir passiert und was hier vielleicht auch intendiert ist. Ja. Gibt es noch eine konkrete Frage, ein konkretes Anliegen? Sonst gehe ich da jetzt noch irgendwie zurück und dieses Bild ja nicht ganz so großartig super zum Anschauen ist und gehe noch. Weise noch darauf hin, wahrscheinlich wissen das der eine oder die andere, wir haben ja diese Frag Barbara-Serie, also so kurze Videos für Eltern, da ist es eigentlich noch einmal zusammengefasst drinnen, was ich da versucht habe, jetzt in der letzten halben Stunde zu erzählen. Und noch viele andere weitere hilfreiche genau, aber das ist jetzt, Materialien sind auch auf der Website zu finden. Genau. Genau. Das auch diese Serie Frag Barbara ist zu finden auf Safer Internet beziehungsweise direkt www.fragbarbara.at, wie man es hier auch oben sieht in der Zeile. Da findet man noch mehr dieser durchaus unterhaltsamen Videos. Ja, beim letzten haben wir noch mehr Spaß mit den Fotos dann eingebaut. Ja, yeah. Danke, Barbara. Dann mache ich einmal da jetzt durch jetzt diese Bildschirmfreigabe beenden. Ja. Sehr gut, danke. Danke für den spannenden Input. Ich hoffe, es sind einige Fragen beantwortet worden. Wahrscheinlich sind ungefähr genauso viele aufgetaucht. Genau, aber Safe Internet ist ja auch weiterhin erreichbar und wird sich bemühen, auch weiter Antworten zu finden. Und auch auf unserer Seite finden sich ein paar Beiträge zum Thema und Links. Ja. Und Martin, vielleicht zu dem Thema, falls das wieder passiert, so ein Workshop mit den Älteren. Wir haben auch dieses Handbuch Wahr oder Falsch, wo noch einige lustige Dinge drin sind, was jetzt so mit den älteren Schülern auch sehr lustig ist, auch mit den Lehrern im Übrigen, ist die Wikipedia-Rally, wo man sich durch Wikipedia von einem Begriff zu einem anderen handeln muss, ohne dass man die Tastatur verwendet. Und da muss man einfach sozusagen assoziativ so denken, im Begriffen, was könnte mit wem wie im Zusammenhang stehen. Das ist also durchaus ein Spiel, das sehr viel Sinn macht, weil man einfach dieses Suchbegriffe schärfen oder Zusammenhänge von Suchbegriffen trainieren kann und es ist ein Wettbewerb und macht Spaß. Und wir haben auch einen Kahoot-Quiz, auch für deine Schüler zum Thema Quellkritik. Weiß nicht, ob ihr
den schon gesehen habt. Ich glaube, wir haben die Kahoot-Quiz erst ganz neu auf unserer Webseite bei den Quizzes und Tests verlinkt. Also vielleicht kennt ihr das auch nicht. Und die Materialien stehen selbstverständlich nicht nur Lehrern und Lehrerinnen zur Verfügung, sondern können auch von Eltern runtergeladen und bestellt werden. Oder, Barbara? Ja, also ein lustiges Spiel, das auch Eltern mit den Kindern spielen können. Ja, danke. Das sind aber Kinder immer besser. Also Wikipedia-Reihe, das muss man in guten Momenten mit den Kindern spielen. Weil ja, oder die Kinder gemeinsam, mal Alternative zum Geburtstags-Schnitzeljagd-Spiel. Ja. danke, das war's für heute. Ich finde, das Experiment Neues System ist ganz gut gelaufen. Es war spannend inhaltlich und heute auch vom Rahmen für uns ein bisschen spannend. Danke für alle, die mit dabei waren, die sich zu Wort gemeldet haben, die Fragen im Chat gestellt haben, für die aufmerksam zugehört haben. Wer Lust und Zeit hat, am 18. Februar wird es wieder ein Webinar von Digi4Family geben. Wir beschäftigen uns mit dem spannenden Thema coole Mathematik-Apps für den Pflichtschulbereich. Also wer mit Kindern, Jugendlichen Mathematik lernt und Tablet oder Smartphone hat, bitte 18. Februar, 20 Uhr bei Digi4Family. Und 15. Februar Kettenbrieflesung. Wow. Aber nur, wenn man dann noch gut schlafen kann. Ja, ist um 15 Uhr. Das ist nicht so toll. Okay. Ja, und David hat einen Link noch reingestellt. Bitte, wer Zeit hat, wir würden uns freuen, ist ein ganz kurzer Feedbackbogen zu unseren Webinaren. Bitte. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen schönen Abend und verabschiede mich. Danke fürs Dabeisein. Danke. Ciao.